Servus und Hallo bei Not Another Dope Show. Ich habe letztens erzählt, wie ich bei Daytop aufgehört habe. Und ein paar Wochen später ist dann die Michaela rausgekommen. Wir waren wieder ein paar. Und haben dann auch so mit Ex-Usern ab und zu Aktivitäten unternommen. Sind auf so Volksfeste gefahren. Und waren halt da immer so überrascht, dass alle nach der Therapie gut am Bier abpumpen waren. Und eigentlich auch angetrunken Auto gefahren sind. Da war ich wirklich... Und Bier trinken ist so nicht meins gar nicht gewesen. Noch nie ist Alkohol so eine richtig geile Droge für mich gewesen. Weil der Rausch bei mir was auslöst, dass ich nicht mehr aufhören kann. Ich sauf halt dann so lange, bis ich kotz. Oder bis es so schlecht wird, dass man alles. Das ist halt einfach nicht schön. Ja? Beim Kiffen ist das halt anders. Da rauche ich ein, da weiß ich genau, was passiert, wie weit es kommt. Dann fertig. Da war ich Angst haben, dass man dann einfach schlecht wird oder sonst irgendwas, wenn ich halt immer vorsichtig bin. Ja, vorsichtig dosieren. Den ersten, damit ich weiß, wie stark was ist. Und dann kann man ja immer noch sehen. So, das kannst du aber beim Alkohol vergessen, weil es dauert ja, bis der eine Wirkung zeigt. Also schmeckt der grauenvoll im Gegensatz zu Cannabis. Aber das ist eine Geschmacksfrage, ne? Das möchte ich niemandem vorschreiben, wer lieber einen Wein trinken möchte oder den Geschmack mag. Kein Ding, aber man soll mal auch nichts vorschreiben, wenn ich meine, ich will da mal Diesel rauchen oder ich möchte mal was rauchen, was nach Zitrone schmeckt. Oder ich möchte was weihrauchig schmeckt oder weiß ich nicht, säurig oder saurig oder sowas. Es gibt da alle möglichen Geschmäcker. Also Cannabis ist wirklich da ein Schlaraffenland, was Düfte, Gerüche und Geschmäcker angeht. Unglaublich, was da. Wow! Also, ja, es ist aber so, bei der Michaela war es halt auch so, dass sie immer noch ein bisschen eine Neigung zu dem Opiaten hatte. Ich vermute mal, dass sie in Wahrheit eine Depression hatte. Die war ist nicht rausgekommen, wurde nicht entdeckt von den Ärzten, niemals diagnostiziert und deswegen auch nie behandelt. Und wenn man Depression hat, dann lebt man ja in seiner ein bisschen eigenen Welt und geht dann auch manchmal so borderline-mäßig an Grenzen ran, weil es einem so wurscht ist, was für Auswirkungen hat. Oder man geht ganz gezielt zu bestimmten Sachen hin und macht ganz bestimmt manche Sachen in der Hoffnung, dass einem danach besser geht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also kann auch was anderes sein. Ich stecke ja nicht in der Haut drin. Ich kann nur sagen, dass es halt so war, dass wir am Anfang so eine schöne Zeit hatten. Ich war mit ihr zusammen, als sie ihre Wohnung eingerichtet hat, hat damit geholfen. Sie war oft bei mir. Also wir hatten in der Stadt gewohnt, in der Nähe von der Theresienwiese. Und ich habe draußen gewohnt in Sieferkirchendorf. Das ist eine Station von Herschinde. Ich wollte nicht mehr in die Stadt rein. Die erste Zeit ist es auch wunderbar, war das cool, hat super funktioniert. 5 Seen dann, das sind sehr viele Seen. Im Sommer kann man viel baden gehen. Ich habe Glück gehabt, ich habe dann am Tagesanzeiger geblättert und Stellenanzeigen gelesen von der Umgebung und fußläufige Viertelstunde biologische Feinkostgroßhandlung halt einen Lageristen gesucht und die Arbeit habe ich auch geschickt. Das war für mich okay. Ich habe genug Geld verdient, dass ich Miete zahlen kann, dass ich was zum Essen kaufen kann, dass ich am Wochenende weggehen kann. Führerschein wollte ich nicht, wollte ich noch nie, weil ich halt dazu neige, mich zu berauschen. Und wenn ich was gesoffen habe, will ich nicht Auto fahren und wenn ich was gekifft habe, auch nicht. Und die Öffis, die machen es. Also die fahren mich ja überall hin. Oder meine Kumpels, die ein Auto haben, ja, die unbedingt woanders hin wollen. Und jetzt ist es halt so gekommen, dass eines Tages bin ich mit der Michaela in Richtung Marienplatz gefahren und auf Höhe Leim sagt sie zu mir, sie will am Hauptbahnhof aussteigen und sich was kaufen. Und sie geht zu ihr, was willst du da kaufen? Ja, was Braunes. Entweder du kommst mit oder ich gehe alleine, das ist mir jetzt egal. Das würde mich jetzt mal interessieren, Leute, wie ihr darauf reagiert hättet. Da am Raufen sei interessiert, was ich erzähle, wenn nicht, da am Runter. Ansonsten, peace out.